Leon Goretzka, er gilt ja als Abgangskandidat bei den Bayern und jetzt gab es auch die erste Anfrage. Wie hat Leon Goretzka reagiert? Wie haben die Bayern reagiert? Darüber sprechen wir gleich. Zudem sprechen wir über Wechsel. Wir waren rund um Mats Hummels, denn jetzt gibt es wieder mal einen Top-Club, der beim Ex-BVB-Spieler ernst macht. Vielleicht sehen wir ihn doch bald noch in der Champions League. Und brisante Enthüllungen rund um Manuel Neuer. Was gibt es jetzt über seinen DFB auszuberichten und wie plant man beim FC Bayern München weiter mit ihm? Das schauen wir uns an. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Checkt mein Instagram ab, bully_insight und mein neuer Podcast Fußball News bei Bully Insight in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und damit gehen wir rein ins erste Thema. Leon Goretzka. Wir haben es alle mitbekommen. Er ist Abgangskandidat bei den Bayern. Da haben wir auch schon mehrfach jetzt Stimmen der Bosse gehört. Ja, er wird es schwer haben. Ich bin auch sehr gespannt, ob er dann morgen im Kader drin steht für das erste Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Da gab es oft schon Stimmen, die wir gehört haben, dass er nicht mit dabei sein wird. Ich bin mal gespannt. Aber eins ist klar, lange zu überlegen, ob er den Verein verlässt, hat er nicht mehr. Das Transferfenster schließt nächste Woche Sonntag. Also noch etwas über eine Woche hat Leon Goretzka Zeit, sich das Ganze nochmal zu überlegen. Die erste Anfrage, die gab es jetzt auch schon. Tatsächlich ist das eine Anfrage vom Charlotte FC gewesen. Das berichtet jetzt die Bild im Podcast Bayern Insider. Charlotte FC, ein Club aus der amerikanischen MLS. Wenig überraschend hat aber Leon Goretzka diese Anfrage abgelehnt. Denn Leon Goretzka denkt halt eben mit 29 Jahren, mit seinem Standing noch nicht daran, den Verein in Richtung, ja, ich will jetzt nicht sagen Unbedeutendheit, aber ich sag mal in eine eher zweitklassige Liga, um die Karriere ausklingen zu lassen, zu verlassen. Nein, wenn dann, wäre tatsächlich ein Club, der noch Champions League Fußball spielt, eine Option. Das wird auch im Bild-Podcast so ein bisschen erzählt. Wenn dann europäischer Spitzenclub Atletico Madrid wäre beispielsweise einer, die haben auch sich schon mal mit Leon Goretzka auseinandergesetzt, haben sich jetzt aber erst vor kurzem mit Conor Gallagher verstärkt im Mittelfeld. Dementsprechend wird Goretzka wohl keine Option mehr sein. Es ist aber jetzt tatsächlich auch ganz klar so kommuniziert worden, Leon Goretzka wird weiterhin Teil der Mannschaft sein. Er wird weiterhin mit der ersten Mannschaft trainieren. Er wird es einfach nur sehr, sehr schwer haben, auf Spielzeit zu bekommen. Im Mittelfeld haben eigentlich alle die Nase bei ihm vorne. Er wurde jetzt ja auch im letzten Testspiel gegen Grasshopper Zürich oder wie man auch immer das ausspricht, eingesetzt. Da aber in der Innenverteidigung, weil man ihn anscheinend im Mittelfeld gar nicht mehr gebrauchen kann. Leon Goretzka selber, der möchte sich trotzdem durchkämpfen, möchte versuchen weiterhin einen Stammplatz irgendwie bei den Münchern zu erkämpfen. Klar, wir wissen es, wie der Fußball manchmal so ist. Das sind zwei Verletzungen, auf einmal steht Leon Goretzka wieder in der ersten Elf oder vielleicht sogar wieder in der Innenverteidigung. Denn in der Innenverteidigung sind die Bayern jetzt nach der Verletzung von Ito und Stanisic jetzt auch nicht so überragend aufgestellt. Von daher ist das auf einmal mal wieder eine Möglichkeit, die man natürlich mit Leon Goretzka dann hat. Aber es ist auch klar, wenn Leon Goretzka wirklich so wenig Chancen bekommt, wie ihm das jetzt prognostiziert wurde, dann ist ein Wechsel im Winter definitiv eine Option für ihn und dann wird er das wahrscheinlich auch im Angriff nehmen. Denn sein Ziel ist es ja nicht nur, ein Stammspieler auf Vereinsebene zu sein, nein, er möchte ja auch wieder zum Beispiel in die deutsche Nationalmannschaft. Die WM 2026 ist definitiv ein ganz großes Ziel. Die möchte er noch spielen. Danach wird es sowieso schwierig, auch mit dem Alter. Bei der WM wäre er 31, noch in dem Alter, wo man ihn mitnehmen kann, wo er noch gute Leistungen bringen kann. Die nächste EM, da wäre er schon 33. Muss man gucken, wie es dann körperlich um ihn aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt hier mit Leon Goretzka weitergeht. Ob er sich nochmal in die erste Elf hineinspielen kann. Was meint ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. In die erste Elf, da will sich jetzt auch Mats Hummels hineinspielen und da gibt es jetzt Gerüchte, nachdem jetzt der Transfer vom RCD Mallorca schon wieder etwas abgekühlt ist. Die Verhandlungen waren wohl nicht ganz so vielversprechend und es ist jetzt auch so in den Medien durchgesickert. Mats Hummels will weiter bei einem Traditionsklub spielen und ist auch tatsächlich eher so ein bisschen auf dem Zug, ja, es soll weiterhin ein Topclub sein. Passend dazu gibt es jetzt laut Bild-Infos Interesse vom SSC Neapel. Also ein wirklicher Top-Club aus der Serie A. Dort könnte er zum einen in der Serie A spielen, wo er eigentlich sehr, sehr gerne hin wollte. Zum anderen natürlich auch immer um Titel mitspielen. Ja, die wurden in der letzten Saison nur Zehnter. Er würde nicht international spielen bei Neapel, aber man hat sich da so ein bisschen wieder gefangen. Man möchte wieder jetzt ganz normal angreifen. Und das ist natürlich ein Projekt, was vielleicht nochmal Mats Hummels reizen könnte.
Wie gesagt, laut Bild-Infos haben die Gespräche mit Mallorca nicht zu einer Einigung geführt. Brighton of Albion soll auch kein Thema mehr sein. Die Interessen von AC Mailand und Juventus Turin, die sind auch nie so richtig konkret geworden. Vielleicht wird es jetzt die SSC Neapel. Es soll also jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen noch eine Entscheidung bei Mats Hummels geben. Ich bleibe da weiter am Thema für euch dran, aber das ist wirklich sehr, sehr schnelllebig bei dem Spieler. Sehr, sehr schnelllebig, das war die Karriere von Manuel Neuer wohl nicht, denn der hat eigentlich Ewigkeiten im Tor der deutschen Nationalmannschaft gespielt, war da lange Zeit auch der Kapitän. Jetzt ist diese Ära vorbei. Da gibt es einige brisante Enthüllungen jetzt dazu, denn es gibt Spekulationen rund um den Rücktritt von Manuel Neuer, dass dieser wohl auch aufgrund der Beziehung zu Julian Nagelsmann zurückzuführen ist. Laut Bildinformation gäbe es kaum Kontakt zwischen Nagelsmann und Neuer. Das Verhältnis gilt als angespannt, noch damals aus der Zeit, als der Torwarttrainer Toni Tabalovic von Nagelsmann, ja, ich sage mal, rausgeworfen wurde. Das hat die Beziehung zwischen Neuer und Nagelsmann erheblich belastet und das ist wahrscheinlich jetzt immer noch so der Fall. Also es wäre ja gar nicht im Endeffekt klar gewesen, ob jetzt auch ein Julian Nagelsmann bei der WM 2026 immer noch auf Manuel Neuer, auf den dann 40-jährigen Manuel Neuer setzt. Vielleicht hat das auch schon Andeutungen gegeben. Es gab ja laut Bildinfos, die haben einige Quellen gehabt, dass Neuer überlegt, bis zur WM weiterzumachen. Doch schließlich hat er sich dann dafür entschieden, seine Karriere tatsächlich hier auf Nationalmannschaftsebene zu beenden. Ob da jetzt Julian Nagelsmann etwas mit zu tun hatte, will ich jetzt hier aufgrund des Berichts der Bild mal nicht ausschließen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es die richtige Entscheidung gewesen. Muss man ganz klar sagen, jetzt ist das Tor frei für Marc-André Ter Stegen. Aber das ist nicht das einzig Brisante, was wir hier heute berichten. Jetzt hat ja Manuel Neuer nochmal ganz klar gesagt, der Fokus gilt jetzt dem FC Bayern München. Da könnte er jetzt tatsächlich seinen Vertrag, der noch bis zum nächsten Jahr läuft, nochmal verlängern. Genau das berichtet jetzt eben auch Sky, denn die sagen, ja, Manuel Neuer kann sich das Ganze sehr gut vorstellen. Gespräche gab es jetzt beispielsweise noch nicht, aber es kommt natürlich auch immer auf den Fitnesszustand von Manuel Neuer an. Man will da jetzt nochmal die Hinrunde abwarten, schauen, wie ist Manuel Neuer drauf. Wenn er dann Anfang nächstes Jahr immer noch topfit ist, super Leistungen zeigt, dann wird man wohl den Vertrag tatsächlich nochmal um ein weiteres Jahr verlängern. Bis 2026, dann wäre er quasi bis 40 im Tor bei den Bayern auf absolutem Topniveau. Das wäre schon ein Ausrufezeichen. Parallel dazu läuft ja aktuell die Leihe von Alexander Nübel sowieso bis 2026. Es gibt zwar die Option für die Bayern, diese schon vorzeitig in 2025 zu beenden, würde aber bedeuten, wenn Neuer noch ein Jahr dranhängt an seinen aktuellen Vertrag, dann könnte Nübel ganz normal weiter beim VfB Stuttgart bleiben. Also das wäre wirklich gar kein Problem. Man hat sich quasi schon genau auf so ein Szenario gewappnet. Also hier haben die Bayern tatsächlich die Zügel komplett in der Hand. Und da interessiert mich auch eure Meinung. Wie lange seht ihr Manuel Neuer noch im Tor? Bei den Bayern wirklicher Wahnsinn rund um ihn, was da in den letzten Tagen berichtet wird. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema des Videos. Es könnte auch zu einem Wahnsinnstransfer jetzt bei Tapsoba kommen. Denn das britische Portal, was aber glaube ich auch von Christian Falk von der Bild geführt wird, Core Offside, die berichten jetzt darüber, dass es wohl tatsächlich Interesse am Bayer-Verteidiger gibt. Und zwar sogar konkret, denn Newcastle United, die sollen bereits tatsächlich schon Gespräche geführt haben. Es wird berichtet, es gab jetzt zwischen den Magpies, also Newcastle United und Leverkusen, bereits Gespräche über einen potenziellen Transfer. Es gab ja auch Interesse aus Saudi-Arabien, da gab es auch immer wieder Gerüchte, ah, 95 Millionen Euro Klausel, wird die vielleicht gezogen. Das wird wohl nicht der Fall sein. Tapsoba möchte nicht nach Saudi-Arabien wechseln, aber es ist jetzt noch nicht ausgeschlossen, dass jetzt tatsächlich auf den letzten Metern des Transferfensters Newcastle United nochmal versucht, den Spieler zu holen. Grundsätzlich wäre es wohl auch für Leverkusen in Ordnung, einen Innenverteidiger abzugeben. Sprich, wenn Tapsoba geht, dann will man versuchen, Hincapie zu halten oder eben zumindest mal dann noch einen Ersatz zu holen, sollten beide gehen. Es sieht auch aktuell so aus, dass Jonathan Tah bleiben wird. Von daher ist das jetzt alles noch nicht in Stein gemeißelt. Das so die neuesten News dazu. Das war's auch schon wieder von mir. Lasst ein Like auf das Video da und ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, Leute. Ciao.